Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Minecraft auf der PS4 mit und von eurem DarthStephen zockt. Ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß bei dieser Folge und wir machen mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Da gibt es ja noch einiges zu tun in unserem Schloss da oben. Einmal den großen Flur damit auskleiden an der Decke und dann die ganzen Zimmer auch noch damit. Also, ihr seht, in den Schlösschen hier oder in der Burg haben wir noch viel zu tun. Und da wird, glaube ich, auch noch einige Zeit dran flöten gehen. Aber es ist ja egal. Es macht uns ja Spaß, das zu machen. Und euch hoffentlich auch Spaß noch beim Zuschauen. Weil, ja, Minecraft kann dann auf Dauer auch schon mal ein bisschen langweilig werden oder ausgelutscht. Das kenne ich, wenn ich bei anderen auch die Let's Plays davon schaue. Da man dann irgendwann mal eine Pause davon braucht. Aber ich hoffe trotzdem, dass ihr die Spaß an meinem Minecraft-Let's Play nicht verliert. Weil, ja, meine Minecraft-Let's Plays gehen ja auch schon wirklich Ewigkeiten. Eigentlich von Anfang an, seitdem es meinen YouTube-Kanal gibt, seitdem ich meine ersten Let's Plays gemacht habe, gibt es ja eigentlich schon Minecraft auf meinem Kanal. Das sind jetzt echt schon 7 bis 8 Jahre rund gerechnet, die ich Minecraft zocke hier auf meinem Kanal und es nicht müde werde, außer wenn ich mal eine Pause mache von Minecraft, wenn ich mal keine Lust habe oder einfach durch bin mit Minecraft. Und ja, ansonsten spiele ich ja Minecraft wirklich, wenn man es so nimmt, regelmäßig und oft. Fürs Let's Play zumindest. Aber es wird auch bald LPT-Folgen geben, Minecraft, auf meinem Server. Und da werden wir auch ein paar schöne Projekte machen. Ich hoffe mal, dass euch das auch sehr interessieren wird und euch gefallen wird. Und ihr da auch tatkräftig dabei seid als Zuschauer und schön kommentiert. Würde mich auf jeden Fall freuen, was das angeht. Weil das Projekt, was ich machen werde mit Minecraft, wird ein La Familia-Projekt sein. Also mit meiner Community zusammen. Einer bzw. zwei hätten da auf jeden Fall Interesse mitzumachen. Und noch ein paar andere Leute. Aber da muss ich einfach schauen, wie und wann ich das machen werde. Aber ich denke mal, ich werde schon einen Aufnahmetag finden, wo ich das machen könnte. Wahrscheinlich den Mittwoch, wo ich jetzt eh keinen Livestream mehr mache, dass ich den als Aufnahmetag nehme für meine Familienprojekte sozusagen. Also die Minecraft LPT. Und ja, einfach mal schauen, wie das anlaufen wird. Ich habe natürlich Hoffnung, dass das gut ankommen wird. Weil ja LPTs eh beliebter sind als Solo-Let's Plays. Da habe ich da relativ ja, gute Hoffnung, dass das laufen wird. Hoffe vielleicht sogar besser als meine Let's Plays. Das wäre zumindest schön. Also auf jeden Fall, wenn ihr mal Interesse an einem LPT-Projekt habt oder vielleicht darüber mitmachen wollt bei sowas, könnt ihr mich gerne anschreiben. Weil ich suche immer Leute, die mitmachen wollen oder die gerne Interesse hätten, an so einem Projekt mitzumachen. Also da bin ich immer auf der Suche sozusagen. Und ja, daher hoffe ich, dass ich vielleicht mit dem Aufruf hier noch ein paar Leute finde, die sagen, ja, ich hätte auch Interesse mitzumachen an dem LPT-Projekt. Und ja, da könnt ihr mir gerne hier in den Kommentaren schreiben und ich trage euch dann in meine Liste ein, weil ich brauche dann euren Namen sozusagen, also euren Minecraft-Namen von der Java-Version, weil wir das auf der Java-Version spielen werden. Dabei mir die Bedrock eh nicht geht gerade und ja. Da würde ich euch dann halt
sozusagen in der Whitelist eintragen, dass ihr da mitmachen könnt. Und ja, dann einfach mal schauen, wie das anlaufen wird, das Projekt. Wo ich natürlich, wie gesagt, hoffe, dass es gut laufen wird. Und wie gesagt, Aufnahmetage werden dann wahrscheinlich Mittwochabend sein, wo ich das machen werde. Oder generell La Familia Aufnahmeprojekte, also auch andere Multiplayer-Spiele zusammenzocken. Also es wird wahrscheinlich alles immer so auf Mittwoch fallen als Aufnahmetag. Wenn irgendjemand noch Interesse hat von meiner Community oder Zuschauern, dort mitzumachen, es wird wahrscheinlich der Mittwoch werden. Aber ich kann noch nicht genau sagen, ab wann genau. Aber ich denke mal schon demnächst. Also Monat April, Mai auf jeden Fall. Auf jeden Fall werde ich das versuchen, in der Zeit anlaufen zu lassen, das Projekt. Und ja, wie gesagt, ihr könnt ja mal eure Meinung dazu schreiben. Oder wenn ihr Interesse habt, auch. Dann kann ich euch ja gerne mit einschreiben. Meine Warteliste sozusagen. Und ja, dann einfach mal schauen. So, gut. Jetzt haben wir den Flur schon mal fast fertig mit der Dekoration. Ich überlege, ob ich das unten lang auch nochmal mache am Boden, aber das wäre ja übelste Sorte dann. Was man dann ja an Stein noch bräuchte. Das wäre ja katastrophal. Da macht man sich ja tot, wenn man es so nimmt. Aber ich werde es erstmal noch mal an meine Plantage gehen und noch ein bisschen Holz holen, weil ich glaube, ich bräuchte noch mal ein bisschen Eichenholz. Das ist mir nämlich so ein bisschen ausgegangen. Daher werde ich mal losziehen. Und die Tanne habe ich ja jetzt hier, ne? Die mir gefehlt hat. Genau, die steht. Wunderbar. Dann können wir gleich mal loslegen hier. Meine zwei halb kaputten Hacken hier, Äxte, besser gesagt. Nochmal irgendwie ein bisschen aufbrauchen. Gut, da ist nichts mehr. Zum Glück habe ich ja schon meine Baumplantagen. Da brauche ich nicht immer losziehen und irgendwo Bäume suchen gehen. Da klappt das alles so hier schön. Brauchst nur abholzen und wieder aufforsten. Und gut ist der Lachs, sozusagen. So, gut. Wie viel haben wir denn? 15... 60er Stack, ja, das ist schon mal gut. Mit 60 kommt man schon mal auf jeden Fall ein bisschen weiter. So, gut. Und es wird früher dunkel, kann das sein? Ich fühle mich so ein bisschen verarscht für das Spiel. Die 10 Minuten gehen immer viel zu schnell um. Viel zu schnell. Ich habe das Gefühl, dass die Nächte länger sind als die Tage. Das kann natürlich täuschen, aber das ist bei vielen Leuten so, die sagen, echt immer bei Minecraft, oder stellen sich das zumindest so vor, dass bei Minecraft die Nächte länger sind als die Tage. Das kann natürlich auch eine Täuschung sein, so eine optische, ne, die man da hat, aber ich glaube es fast nicht. Ich habe auch so das, wirklich das Gefühl, dass die Nächte länger sind. Teilweise nicht, aber generell. Dass sie wirklich, ja, dass die lang sind einfach, die Nächte. Aber nun ja, so ist das halt. Ich glaube, das ist einfach nur eine Vorstellung. Warte mal, ja, ich bin richtig. Wollte ich sagen, hä? Bin ich falsch? Aber ich laufe doch richtig. Das passt schon hier, wo ich bin. So, oder? Was ist das denn? Turmbaumsetzling. Aha. Interessant.
Sehr interessant. Hier noch nichts getroppt. Komm, sei nicht so geizig, Baum. Tropp mir noch mal was hier. Was für ein Geistkragen der Baum ist. Pep, der stell ich da hin und da kann er wachsen und stehen bleiben. Den lasse ich einfach dann wachsen an der Stelle. Hallo, ich brauche einen Setzling. Dankeschön. Alter Schwede. Wie geizig ist das? Ah, da ist noch einer. Schön, schön. Wunderbar. Und schon ist es erledigt. So, jetzt brauche ich keine mehr. Gut. Dann gehen wir mal wieder rüber hier. Dann schauen wir mal weiter. Also Schlösschen. Obwohl, ich guck mal ganz kurz noch mal bei dem Haus vorbei, wie viel Stein fertig ist. Vielleicht könnte ich noch mal ein paar Treppen bauen. Ich bin ja mehr am Rumrennen als am Bauen. Ich merk's. Das geht ja mal gar nicht. Aber nun ja. Wenn ich dafür aufgelegt bekommen würde, ey, wäre schnellreich. Okay, coole Blöcke ballern. Sind auch noch ein Stück drin, ne? Die halten echt lange. Ist echt besser, als wenn man die Ruhekohle reinknallt. Weil die brennt echt schnell ab. Bam! Wunderbar. Können wir gleich weitermachen und den Flur fertig bauen. Da haben wir zumindest den Flur und die Deckenverzierung. Aber wie gesagt, ich überlege schon, ob ich auf Boden auch nochmal so eine Verzierung mache. Und so die Treppen lang baue, dass ich den Boden damit noch verziere. Dass das so ein bisschen nach was aussieht. Aber ich bin auch am Überlegen. Ich werde erstmal die ganzen Decken machen. Fürs Erste. Und dann habe ich noch genug Bedenkzeit, ob ich dann ja den Boden auch so mache oder nicht, weil das nimmt dann ziemlich viel Platz weg, wenn ich hier einen hinmache. Und da habe ich noch eine Breite zum Laufen. Das war dann ziemlich eng. Das wäre dann auch sehr benachteiligt, wenn man es so nimmt und würde total beengt aussehen. Das bringt ja dann natürlich auch nicht viel. Deswegen mache ich erstmal schön die Decke fürs Erste und der Rest kommt dann so nach und nach. So. Warum macht er das immer? Wir setzen dahin, wo ich ihn möchte und das setzen an die falsche Stelle. Naja, das ist halt Minecraft. Minecraft-Logik. Da dürft ihr euch nicht wundern. Da ist das normal. Gut. Warte mal, ich hatte doch hier auch noch Holz, ne? Aber nur Birke, okay, das bringt uns nichts. Gut. Obwohl man könnte. Stimmt, wartet mal, ich habe gerade eine Idee. Und dann so ein Teil ranhängen. Warte mal. Ich muss aber gucken, wo es das gibt. Und wie man das herstellt, wo ich es mache. Hallo. Ich will dahin. Danke. So. Da kann man doch dann auch solche Dinge ranhängen, solche Lampen. La 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 la. Mal gucken, wo sie sind. Ich will das nicht dafür sonst bauen. Dass ich dann hier schon die ganzen Zäune baue. Für die Lampen und dann gehen die nicht. Ach doch, hier. Laterne. Die kann man so ranhängen. Goldklumpen. Ah, ja, okay.
brauche ich Eisenklumpen dafür, ne? Eisenklumpen und Fackeln jede Menge. Dann mache ich mir schon mal Fackeln. Dann noch ein paar Eisenklumpen. Autsch. Dann könnte ich ja die Laternen bauen und ranhängen an die Decke bzw. an die Seiten. Dann würde das auch sehr authentisch aussehen und der Zeit entsprechend. Hier habe ich auch Eisen. Genau. Eisen. Hier sind auch noch ein paar Zäune, wenn ich Zäune bräuchte. Okay. Herstellbar. Klumpen. So. Dann mal Fackeln. Böp. 15 Stück. Okay. Jetzt bräuchte ich noch mal ein paar Fackeln sozusagen. Stacks. Klumpen. Und Fackeln. So. Was brauche ich noch? Wieder die Klumpen. Okay. Bap. Fackeln. Klumpen. Fackeln. So. Wunderbar. Da habe ich jetzt 39 Fackeln, mit denen könnte ich was anfangen. Für den Anfang. Aber ich werde auf jeden Fall noch viele brauchen davon. Und ich sehe auch, dass ich mal meine Folge langsam beenden sollte, denn die Zeit ist auch schon um. Ich bringe noch die Fackeln jetzt in den Hausflur an und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Und ich hoffe natürlich, dass ihr wieder viel Spaß hattet beim Zuschauen und auch wieder das nächste Mal dabei seid. Wenn es heißt Let's Play Minecraft mit und von eurem Darth Defense zockt. Und ja, dann bringst du mal die Fackel an, weil das muss ich jetzt in Ruhe machen mit Zählen. Und ja, lasst gerne ein euer Feedback da, einen Kommentar und ein Like. Oder vielleicht sogar ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Und ja, dann sage ich schon mal Ciao mit V, möge die Macht mit euch sein. Und das Minecraft Blut natürlich mit euch auch. Und jetzt bringe ich auch die Fackeln an. So, also dann, ciao, ciao, ciao. Ich bin dann schon mal raus.